Hallo und willkommen zurück bei Fable Lost Chapters, meine Lieben. Wir stehen hier noch schön am Felsspitzenpfad am Eingang, weil wir uns ja beim letzten Mal, ja, den Eingang schon mal reingeschlichen haben ins Räuberlager. Wir sind ja aber hier noch auf der Quest und man sieht auf der Karte auch, da wartet jetzt einiges an Gemetzel auf uns. Und anscheinend müssen wir ein paar Kleidungsstücke zusammen sammeln. Wir haben nämlich beim letzten Mal noch ein Gespräch belauscht, dass hier ja niemand mehr ohne seine vollständige Kluft reingelassen wird. Ja, dann würde ich sagen, Schwert raus und auf geht's zum fröhlichen Gemetzel hier. Hallöchen, Jungs. Das kann jetzt heiter werden. Oh nein, oh nein, oh nein. Das machst du nicht. Nein, nein, nein. So, erstmal einen weghauen. Einen zweiten weghauen. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit aufpassen, fürchte ich. So, hauen wir uns mal eben hier ein Gesundheitsdings rein. Was? Du wehrst dich? So, auf den Kopf. Ist ein bisschen duster hier, ne? Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen, alles. So, wisst ihr was? Nehmen wir mal Pfeil und Bogen raus. Da oben steht nämlich der nächste. Gehe ich doch erstmal ein bisschen auf Entfernung. Hinfort. Oh, 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 das sind aber eine Menge. Ja, ein Feind, richtig. Das Schöne ist mit den Abschlussbewegungen, man darf theoretisch stundenlang weitermachen, solange man jedes Mal einen trifft damit. Mist. Hätte ich es mal nicht gesagt. Oh nein, komm her. So, der Kopf ist ab. Ja, komm doch her, komm her. Mist, er macht wirklich. So, ich esse mal nebenbei einen Kuchen. So, haben wir dich? Immer noch nicht? Wunderbar, da hätten wir die auch erstmal platt. So, gucken wir mal, hier steht eine Truhe rum. Mal eben dran gehen. Na, ob wir da einen Teil Klamotten finden. Und was ist es? Räuberstiefel. Okay, sehen jetzt nicht schick aus, aber müssen sie auch nicht. So, weiter geht's. Räuberlager, Räuberlager. Wo seid ihr denn alle? Ach, hier, da oben seid ihr. Na gut. Ja, das ging ja aber flott. Wolltest du auch? Nein? Wolltest du stehen bleiben? Na gut. Hast du geschossen auf mich, du Sau? Ist ja der Hammer, ja. Schrei mal ruhig. So, die hätten wir aber auch alle platt. Ja, die haben wir alle platt. Sehr schön. Nächste Truhe, bitte. Gucken wir mal eben. Was haben wir da? Mehr Klamotten. Räuberhemd, okay. Ja, 2 von 5 Teilen haben wir. Okay, okay, okay. Was haben wir da? Da haben wir schon ein Fässchen. Das hole ich mir auch mal eben. Ein bisschen Kram. Kann ich das da kaputt hauen? Nee, ne? Stimmt nicht. Dieses Bett gehört euch nicht. Wollt ihr es wirklich benutzen? Ja, klar. Wir machen das mal einfach. Guck mal, schön geheilt. Und jetzt können wir auch im Sonnenschein prügeln. Einfach mal ein Schläfchen machen mitten hier im Kampf. Ist ja auch super. Nein, nein, nein. Da bin ich aber elegant vorbeigerollt. Um mir direkt danach die Fresse polieren zu lassen. Ja, kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, worum es ging, aber ich kann es auch nicht. Großstadt abgeschlossen. Mindestens 24 Räuber wurden gemetzelt. Ja, super. Blend mir das jetzt ein. Bringt mich auch gar nicht aus dem Kampfflow raus. Ja, stirb, Elender. So, her mit meinen Erfahrungspunkten. Na komm. Nächster, na komm. Ist das denn die Möglichkeit? Da trifft er mich vorher noch, die Sau. Nein, 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 nicht mit Pfeil und Bogen schießen. So, haben wir dich platt? Nein. Dann aber jetzt. Immer noch nicht. Mann, du bist aber ein zähes Biest. Komm her. Was, warte? Ihr wartet auch nicht auf mich. Gruseliges Lachen zu benutzen. Gruseliges Lachen, das klingt super. Fertigkeiten, Zeitaltertrank, okay. Vertraut, erreicht. Vertraut, aha. Na, das ist ja hübsch.
So, da können wir gleich mal reingucken bei unseren Ausdrucksmitteln hier. Und was haben wir da? Räuberhose, sehr schön. So, ich stelle mich mal eben hier hin. Da kommen ja noch eine ganze Menge. Ich guck mal eben ganz kurz ins Menü. Ausrüstung, Gegenstände. Ich muss nämlich mal eine Sache machen, weil das Spiel schlägt mir das nämlich immer umgekehrt vor. Willenskrafttrank möchte ich nämlich jetzt gerne mal auf rechts haben. Und Gesundheitstrank weisen wir mal auf links zu. Willenskraftmeister-Elixier, das war das, was das ja auch erhöht. Fertigkeitskraftzahl. Der Trank erhöht den Fertigkeitserfahrungswert. Wisst ihr was, den nehmen wir jetzt einfach mal. So, fling, 5000 Erfahrungspunkte bekommen, sehr schön. Fertigkeiten, Ausdrucksmittel, mal eben ganz kurz reingucken hier. Was haben wir denn da jetzt? Geselligkeit. Ja, Pupsen, Rübsen, Kichern kennen wir ja schon. Bekanntheit, Flirten, Verhöhnen, männlicher Bizeps und gruseliges Lachen. Macht keinen Hehl aus euren Plänen, die Welt zu beherrschen und jagt allen mit diesen irren Kichern einen Schauer über den Rücken. Zusätzliches Streichen einer Katze ist optional. Ja, sehr schön. An der Katze wird gearbeitet, würde ich sagen. So, das ordne ich jetzt mal nach oben zu. Grundhaltung, was haben wir denn da? Kosakentanz, Stepptanz, Leck mich Arsch oder was? Habt ihr genug davon gesagt zu bekommen, was ihr tun sollt? Sagt den Autoritäten, wo sie euch mal dürfen. So, machen wir mal eben. Ja, perfekt. Der war super. Mal eben noch einen Kuchen hinter den Kiemen hauen. Guten Tag. Guten Tag. Wo willst du hin? Ach, da oben willst du hin. Oh, ach so. Jetzt treffe ich dich da gar nicht, wa? So, der musste sein. Ja, das mit den Ausweichrollen klappt wunderbar hier, wie man sieht. Ja, nee, lass ruhig deine Armbrust raus. Die ist perfekt für den Nahkampf, würde ich sagen. So, mehr Erfahrung bitte. Guck mal, Pfeil und Bogen. Und Fitz. Und Fitz. Und Fitz. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt ganz elegant. So, da wehrt sich keiner mehr von euch. Dann halt so. Ach, wenn die langsamer sind, macht es viel mehr Spaß. Noch was? Ach, du lebst ja noch. Verzeih mir, du lebtest noch. Vergangenheitsform, sehr schön. Was? Wagest du es, dich zu wehren? So, wohl anscheinend nicht mehr. Sehr gut, hätten wir den auch geplättet. Gibt es denn noch irgendwas zu finden? Nein, aber die Leiche verschwindet, okay. Gut, weiter geht's. Ich sollte öfter böses Lachen machen, das ist irgendwie witzig. Huch. Ja, komm, wo ich gerade Pfeil und Bogen noch in der Hand habe. Da, brutzel, du Stück. Achso, ich sollte auch die richtige Waffe nehmen. Und nicht ins Menü gehen. Mann, wie blöd ich gerade bin. Das hast du nicht gemacht. So, wunderbar. Hätten wir das. Mal gucken, ob wir die nicht eben auch mal aus der Ferne kriegen. Was? Du schießt auf mich? Kannst du mal damit aufhören? Aufhören, sag ich. Nein, du sollst nicht mit der Armbrust schießen. Na komm. Ja, der ging ja mal weiter neben, Kollege. So, dann komm mal her. Erfahrungspunkte ran. So, da liegt eine Truhe. Sehr schön. Ich gucke mal eben erst hier vorne. Da ist nämlich auch noch eine. Und da liegt ein Schinken rum. Sehr schön. Den nehmen wir auch noch mit. Können wir hier was machen? Das können wir nicht kaputt machen. Die ist schon im Eimer. Na gut. So, dann nehmen wir mal eben das hier. Was haben wir da Feines? Räuberhalstuch. Sieht sehr gut aus. Trägt man eigentlich eher auf den Kopf. Ich würde es ja eher als Kopftuch bezeichnen. Aber wer bin ich schon, als dass ich von Räubermode Ahnung hätte?
Und eine letzte Truhe noch. Na, Outfit komplett. In der Tat, Räuberhandschuhe, sehr schön. So, dann stecke ich mal eben elegant mein Schwert weg. Dann wollen wir doch mal gucken. Ausrüstung, Kleidung, ganze Gewänder bitte, genau. Räuberbekleidung. So, ja, da geht unsere schöne Frisur leider ein bisschen unter. Man sieht aber, wir haben ein paar feine Narben abbekommen hier vorne an der Brust. Lustigerweise werden die im Übrigen auch auf ewig bleiben. Das ist so ein Feature, was ich damals eigentlich auch sehr cool fand, ne? Dass man, also gerade wenn man oberkörperfrei kämpft, kriegt man schon mal die eine oder andere Narbe. Würde mich nicht wundern, wenn die von Belverine wären. Da hatten wir ja ein kleines Intermezzo da im Darkwood. Und die bleiben aber tatsächlich bis zum Ende des Spiels sichtbar. So, mal gucken. Wollt ihr euch mit uns kloppen? Wollt ihr trotzdem? Schade eigentlich, ne? Das wäre es jetzt gewesen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Oh nein, ja, ich habe es auch gerade viel zu spät gesehen, dass die Lebensleiste leer war. Ihr seid gestorben. Zum Glück hattet ihr eine Wiederbelebungsjode dabei. Diese Fiolen zerbrechen, wenn ihr sterbt, und erwecken euch umgehend wieder zum Leben. Die Anzahl der Wiederbelebungsjoden, die ihr besitzt, wird in den Herz links oben am Bildschirm angezeigt. Ja, so ein Unsinn. So, kannst mal herkommen. Das gefällt mir aber nicht hier, wenn ihr mich so umzingelt. Ja, also wirklich fair kämpfen die hier nicht, die Jungs, aber na gut. Nicht wieder sterben. Du bist ja noch gar nicht tot, das ändern wir mal eben. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den erstmal geblitzt, auch schön. So, Geld, Geld, Geld. Was haben wir da? Nochmal ein Schinken, sehr schön. Das kriege ich gar nicht platt, ne? Schade. Gut. Es sind ja noch mehr. Mann, wann hört das denn hier auf? Ja, okay, der wollte irgendwie nicht so. Dann nehmen wir halt erst dich aufs Korn. Hallo. Kein Problem, komm her, hol dir deine Packung. Ja, jetzt komm schon. Wir müssen mal echt ein bisschen was für unsere Kraft noch tun. Ist ja furchtbar, wie wenig Schaden wir hier offensichtlich machen. Nicht wieder hier einkreisen, das ist nicht nett. Na komm. Ja, das Brüllen war eine blöde Idee. Ah, ich drücke mal die falsche Taste. Na komm. Wollte ihn doch mal ein wenig verhöhen. So, hat der gereicht? Nein. Dann der aber. Der jetzt aber. Auch nicht. Kriegst noch einen. Oh Mann, ist ja nicht wahr, wir sind schon wieder gestorben. Ja, ich würde auch so einiges nicht machen. Also irgendwas mache ich hier gerade grundsätzlich falsch, glaube ich. Na, so, Erfahrung eingesammelt. Ich esse mal schnell einen Kuchen. Und dann gucken wir mal eben in die Truhe hier. Das läuft ja herrlich blöd gerade. Mann, 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 Mann. Wiederbelebungsjode. Naja, gut, haben wir wenigstens eine wieder gut bekommen. So, da haben wir eine Dämonentür. Was möchte die denn? Was? Oh, seid ihr doch keiner von denen, oder? Meine Augen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Ja, du wirst auch wohl schon länger hier rumstehen. Einer war ein edler Ritter. Seine Rüstung glänzte gar herrlich. Wahrscheinlich hat das meine Augen beschädigt. Ach so, Dann war da ein böser Magier,
der die allerdunkelsten magischen Gewänder trug. Ah, ja, ich verstehe schon. Ja, das ist eine Dämonentour, die wir aufkriegen, indem wir verschiedene Gewänder tragen. Einmal eine glänzende Rüstung, eine dunkle Magie, ein dunkles Magiegewand und noch was? War ein Schurke, ein Räuber, etwa wie die Jungs hier. Ja gut, das haben wir ja schon. Wo ist der edle Ritter, den ich erwarte? Ach so, ja gut, dann brauchen wir irgendwann eine glänzende Rüstung. Dann können wir hier wohl nochmal zurückkommen. Gut, haben wir aber noch nicht, insofern fällt das erstmal außen raus. Da haben wir noch einmal Gold, das ist sehr schön. So, Schwertchen stecke ich mal weg. Und Zwillingsklingslager. Ja, dann haben wir es ja doch mal geschafft hier. Wir haben uns ja ordentlich durchgeprügelt. Tja, hurra, angekommen würde ich mal sagen. Oh Mann, ja, das war ja ein ganz schöner Weg hier. Ihr wollt rein? Dann redet mit mir. Ja, guten Tag. Ich aktiviere mir mal direkt hier den Teleporter. Weltkalistrohre genauso. Einmal wieder raus. Hallöchen, hübsche Räuberkluft. Dankeschön. Haben uns gerade zusammengeprügelt. Haben wir schon immer gehabt, meine ich. Das hier ist Zwillingsklingslager. Aha, warum redest du so komisch? Wenn ihr drin seid, dann für immer. Ach so, okay. Ja, dann wollen wir mal rein. Ihr könnt euch umziehen, wenn ihr drin seid. Okay. Da kommt noch einer, Joe. Mach das Tor auf. Alles klar. Wer auch immer Joe ist. Mach mal auf. So, sehr schön. Tja, damit hätten wir das dann geschafft. Dann sind wir im Lager. Ach, du bist Joe? Hm. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Rekrutiert Zwillingskling wieder? Ja, offenbar. Glaube ich zumindest. Ich weiß es doch auch nicht. Mann, ich habe noch gerade jetzt die Klamotten organisiert. Ich habe noch gar keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, sieht doch mal sehr heimelig aus. Da unten sieht man es schon so ein bisschen. So, dann wollen wir mal. Lalalala. Einfach mal gemütlich ins Räuberlager spazieren. So ist das doch fein, oder? Hm, sieht aber echt sehr heimelig aus hier. Na, ihr habt es gemütlich, oder? Kann ich euch alle abschlachten? Ja. Gut, machen wir vielleicht mal irgendwann das ganze Räuberlager platt, aber ich glaube, jetzt ist eine blöde Idee. Das sind nämlich doch alles ein paar viele. Huch. Gibt es irgendwas, was man hier finden kann? Hier so hinter Truhen oder sowas vielleicht? Nein. Nee, gerade nicht, aber danke. Lieb, dass du fragst. Willenszeitaltertrank, sehr schön. Na, wieso kann ich da nicht dran? So, einen Gesundheitstrank auch noch. Eine Truhe haben wir hier. Ach, guck mal. Ja, hier dürfen wir alles blühen. Oh mein Gott, das sind Räuber. Wir haben es ja nicht so mit der Räuber-Ehre. 500 Gold. Sehr schön. Her damit. Tja, aber die Quest ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen wohl noch irgendwo hin. So, was haben wir hier Feines? Hier können wir auch da Sachen zerdeppern. Okay, mach ich mal eben. Auch ein bisschen Geld und alles. Sehr schön. Ah, du hast irgend so ein Spielchen. Das weiß ich schon. Da habe ich aber gerade gar keine Lust zu. So, was kann ich da machen? Kann ich die nicht zertrümmern? Hm, darf ich das mitnehmen? Das ist bestimmt lecker. Dann feiern wir eine dicke Party hier erstmal im Spiel. Naja, offensichtlich wohl nicht. Schade auch. So, wer bist du? Psst. Ja, was denn? Ihr möchtet eventuell einen Lagerpass kaufen? Ach so, möchte ich? Ich kann euch einen beschaffen. Kostet aber 1000 Gold. Hm. Ja, komm, wir machen das mal. Ausgezeichnete Wahl, mein Freund. Ausgezeichnete Wahl. Räuberlagerpass, sehr schön. Jetzt habe ich gerade eine witzige Idee. Wenn ich den jetzt einfach abmeuchel, kriege ich das Geld dann wieder? Ich versuche mal mein Glück. Ja, in der Tat. Lalala. Böse sein macht ja Spaß. Hat auch keiner gesehen, ne? Hallo, guten Tag. Ich habe da gerade nichts getan. Lalalala. So, was haben wir denn da? Ach, guck mal, Händler haben wir hier. Guten Tag, möchtet ihr vielleicht handeln? Na klar. Ich habe gerade zufällig 1000 Gold gefunden. Kaufen. Kleidung. Ja, was hast du denn hier Feines? Hände, oh Gott, oh Gott.
Dunkle Dörflerhandschuhe, dunkle Plattenfechthandschuhe, dunkle Lederfechthandschuhe, Wächterhandschuhe. Wächterhandschuhe, will ich wissen, wo du die her hast? Ja, das brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Da sehen wir auch nur die Sachen, die wir gerade kaufen können, oder was? Ach so, nee, hat er nicht im Vorrat. Ah, nächste Lieferung in 4 Tagen, okay. Ja, nee, gut, komm, dann brauchen wir das nicht. Dann hab ich Zwillingsklingen gesehen. Ja, ist ja der Wahnsinn. Das sind seine eigenen Lager. Wer hätte das vermutet? Ja, ich weiß noch nicht, aber lass mich mal gucken. Kaufen, Waffen. Du hast also Waffen. Okay, Nahkampfwaffen. Obsidian-Katana, boah, die sind aber ganz schön teuer. Also das könnte ich mir noch... Nee, das könnte ich mir nicht leisten. Da fehlt mir ein bisschen was für. Nee, 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 nee. Das lassen wir mal. Demnächst irgendwann. So, was ist mit dir hier? Was hast du im Angebot? Kaufen. Gegenstände, sehr schön. Was hast du an Tränken? Da haben wir 25 von, da haben wir 24 von. Ja, nee. Brauche ich jetzt aber gerade auch nicht. Nahrung, sonst was. Knusperhühnchen, guck mal. Da haben wir die doch. So, gib mir mal 10 Stück davon. Dann können wir das mal bei der einen... Händler sagen, dass die Räuber von einer Art Seherin angeführt werden. Ach so, ist das so? Dir geht's aber gut, oder? Du hast ein bisschen getankt, kann das sein? Da strohlt er ja erstmal in der Gegend, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich gehe mal weiter und suche den Rest Zivilisation hier irgendwo. Ach so, ja, ich habe ganz zufällig einen, gerade gefunden. Ist wohl ein gültiger Pass. Dann mal reinspaziert. Ja, cool, gerne, danke. Lasst ihn durch. Ja, öffnet mir die Türe, danke. Zwillingsklings Elite-Lager, das klingt sehr gut. Da gehören wir ja auf jeden Fall dazu, hallo. Ist ja gar keine Frage. Na, dann wollen wir mal gucken. Auch hier habe ich echt nur noch vage Erinnerungen, was es hier so alles geben könnte, wird und muss und keine Ahnung. Achso, da war nichts drin. Na gut, das war ja spannend. So, was haben wir da? Schönen Käfig. Aber ohne, dass einer drin wäre. Da haben wir Fässchen, die gehören bestimmt keinen von euch Jungs, oder? Machtzeitalter-Trank, sehr schön. Eine Möhre, ja. Da nehme ich auch mal ein ganzes Fass für. So, was haben wir hier? Keiner weiß mehr die schöne Kunst des Attentats. Das ist wer, über den alle Welt sprechen. Haben wir hier die kleinen Attentäter? Er erledigt den Öffentlichkeitskram. Achso, okay. Na gut, wer von euch ist denn Roderick? Das ist ja jetzt die spannende Frage. Er hier vielleicht? Mir fiel auf, dass ihr die Tore zu Zwillingsklings Quartier betrachtet habt. Na, gar nicht. Vielleicht könnten wir die Reservewächter irgendwie rauslocken. Das Tor wäre dann offen für euch. Ach so. Ihr seid ja hilfreich. Natürlich erfordert so ein riskantes Manöver eine angemessene Vergütung. Ah, jetzt reden wir langsam dieselbe Sprache. 2000 Gold für die Dienste des Attentäters bezahlen. Nö. Ein faires Angebot in diesen schlechten Zeiten. Wir sind hier, falls ihr es euch anders überlegt. Ja, na klar. Wir gucken mal, ob wir darauf zurückkommen. Das schauen wir mal. Ich garantiere aber für lieber nichts. Na, dann also, Säbelschwinger. Ach, Säbelschwinger. Ich mag ja den Namen. Schön, dass wir uns den Titel gegönnt haben. So, da ist noch ein Fässchen. Das mache ich mal eben platt. Oder auch nicht. Oder doch. Was? Haltet ihn auf? Wen? Wo? Wer was? Wen soll ich verprügeln? Was ist das denn? Ach, cool. Steht da einfach so rum. Stahlgroßkolben. Okay, cool. Ja, den nehme ich dann nochmal mit, ne? Da haben wir eine Truhe. Ja, in der Tat haben wir eine. Mann, diese Nachtzeiten, da sieht man immer so schlecht was. Attentäterhose. Sehr schön. Einfach mal für lau. Die hätte sonst ordentlich gekostet. So, darf ich hier schlafen? Ja, klar, wollen wir das trotzdem benutzen. Ist mir doch egal. Hier wird sich schon keiner beschweren. So, der geht erstmal ordentlich seinen Rausch ausschlafen, glaube ich. Ah, jetzt sieht man auch ein bisschen was hier. So, warum auch immer die Kamera immer meint, wieder weiter reingehen zu müssen. Ich mag die gerne so weit weg haben. Gibt es hier hinten irgendwas? Nee, ne? Da kann ich überall gar nicht durch. Das sind überall Büsche. Wo lauft ihr denn hin? Jetzt weiß ich, warum man euch zählt. Warum? Warum lauft ihr hier halbnackt rum? Hat das einen tieferen Sinn? Die laufen da hinten hin, okay. Gut, so, ich guck mal hier ein bisschen in der Gegend rum.
Was haben wir hier alles? Ihr geht erstmal alle brav Bubu machen. Okay. Tagsüber ist nicht so deren Zeit, glaube ich. Als Räuber scheint man eher nachtaktiv zu sein. Guten Tag. Kommt ihr, um Zwillingsklingsprogramm zu sehen? Weiß nicht, vielleicht. Sind sie nicht wunderbar? Das wird eine tolle Party. Achso, worum geht's überhaupt? Ich weiß gar nicht, was der meint. Oh. Man braucht einen Schlüssel für die Käfigtür. Ach so. Ah, haben wir hinten Gefangene, kleine Sklaven, oder was? Der Wächter hat den Schlüssel. Holt ihn. Alles klar. Ihr habt einen Blick gehabt. Ja, in der Tat. Und ich hab den einzigen Schlüssel. Also kriegt ihr auch nichts anderes. Ach so, okay. Da wäre ich mir nicht so sicher. So, dann prügel ich den mal wieder ein bisschen hoch. Ich mag es nämlich nicht, den da so weit nach unten zu prügeln. Nicht, dass der noch auf die Idee kommt, der holt sich da irgendwie Hilfe. Schlüssel zum Geiselkäfig. Na, guck mal. So, Schwertchen wieder weg. Hau ich mir mal eben Schinken rein. Guten Tag, Mädels. So, ist so bestimmt voll die gute Tat hier, ne? Warum mache ich das eigentlich? Ich will doch böse sein. Recht herzlichen Dank. Oh, ich dachte schon, wir würden sterben. Aber jetzt schnell hier weg, bevor die Wächter das spitz kriegen. Ja, viel Erfolg. Hier, jetzt bin ich aus Gewohnheit gut gewesen. Ist ja furchtbar. Zwillingsklings Geiseln sind frei. Schnappt sie, bevor sie entkommen. Mhm. Oh, das war vielleicht gar nicht schlecht, weil jetzt ist nämlich die Tür oben auf, ne? Ja, dann war das ja gut. Ja, dann rennt ihr mal hinterher. Da haben wir ja unsere Ablenkung, würde ich sagen. Lalalala, dann gehe ich mal einfach weiter. Gut gemacht. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet. Ja, das klingt gut. So, vorher mache ich mal eben das hier noch. Da liegt nämlich auch noch was drin. Da will ich lieber nicht draufhauen, auf das Fässchen da rechts. Das kennen wir ja schon. Dinge, die explodieren, muss ich jetzt nicht unbedingt so haben. Geht durch das Tor in Zwillingsklings. Ja. Darf ich das bitte selber entscheiden, wann ich da rein möchte oder nicht? Mann, Mann, Mann. Der Gildenmeister ist schon eine alte Zicke, ne? So, dann machen wir das mal. Zwillingsklings Zelt. Genau, da wollen wir jetzt hin. Okay, ja, da sieht man auch schon, das wird jetzt eh eine Sackkasse. Also da ist auf jeden Fall ein Ende Gelände sozusagen. Dann mal gucken, was jetzt kommt. Hast du? Cool. Hi, bin da. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Ach so. Na, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Oh, klingt nach dicken Schritten. Ja, sind dicke Schritte. Schöne Erscheinung. Sie sagte, ein Gildepüppchen würde kommen und da seid ihr schon. Na, du siehst ja sympathisch aus. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Ja, cooler Bart übrigens. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ja, das können wir ja gleich mal ändern. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Ach, das ist alles Geschmackssache. Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir ja ein schönes Finale jetzt hier. Coole Tätowierung, der Mann. Wohin der Weg, Püppchen? Magst nicht näher kommen? Autsch. Autsch. Ja, okay, vielleicht bleibe ich ein bisschen auf Entfernung bei dem Mann. Oh, warum ruckelt er jetzt hier alles? Ja, doch, also ich merke schon, das bringt sehr viel. Na komm. Autsch, okay, ja, den Angriff sollte ich eindeutig ausweichen, glaube ich.
Nee, wird super. Oh Mann. Ja, ich bin hier ein ganz professioneller Schwertkämpfer, wie ihr schon alle merken könnt. Das ist aber auch nicht ganz nett, wie der kämpft, finde ich. Ja, ich versuche gerade erstmal überhaupt zu überleben, das wäre hilfreich. Oh Mann. Das ist gar nicht so leicht gegen den, muss ich sagen. Ach so, die Wirkung von vorne ist natürlich null, das ist super. Oh Mann. Ja, jubelt ihr aber alle ruhig. Ich weiß gerade gar nicht, wem sie hier mehr zu jubeln. Oh Mann, das ist doch blöd. Wenn ich schon wegrolle, warum trifft er dann überhaupt noch? Ja, ja, ja. So, jetzt schnell wieder hinten dran. Das ist nämlich dort einzige, der verletzbar ist, glaube ich. Alter Schwede. Was? Da haben die mich von hinten geschlagen. Mann, ich hatte so schön den aufgeladenen Angriff da noch über. Oh nein, oh nein. Mann, den sollst du doch nicht machen. Du sollst was anderes machen. Na komm. So ist schön. So, komm. Gleich haben wir. Ist alles eine Frage der Ausdauer. Aua. Ich habe mal gerade kurz einen Gesundheitstrank noch genommen. Autsch. Ja, also Ausdauer braucht man eindeutig, würde ich sagen. Autsch. Ja, nett ist anders. Fies ist auch, dass man nicht so weit am Rand gehen darf, ne? Dann treffen einen die anderen da direkt. Oh, na guck mal. Was wird das denn jetzt? Der war ja noch gar nicht ganz hinüber. Macht es kurz. Das würde ich für euch auch tun. Da bist du ja. Was ist los? Oh. Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Oh. Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Ihre Antwort war nur ein böser Blick und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Na, wie nett. Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresa im Wald zurück. Dort kroch sie 3 Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Zwillingskling und seine Leute. Ja, nicht gerade eine schöne Kindheit dann. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmagd. Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft. Und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Sie kannte weder Gnade noch Gefühl. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. Tja, harte Welt, würde ich sagen, wa? Hat's aber wohl auch nicht wirklich so ganz die Wahl gehabt. Ich hab so viel gesehen. So viel Tod, so viel Sterben. Ich hab dich gesehen, kleiner Bruder.
In einem Ring aus Sand und Blut. Eine Arena voller Geheimnisse. Klingt ja mysteriös. Und ich hab gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst. Zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen. Wie wir alle. Ach so, aber okay. Bevor ich gehe, Bruder, habe ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Eine Gabe, die in unserer Familie liegt. Da schweben wir erstmal rum, okay. Er wird dich finden, wenn du schläfst. Und wenn das Tageslicht verblasst. Okay. Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss oder zieht Leine? Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Tja, wie es so schön heißt, wir haben die Wahl, ne? Gut oder böse? Und ihr habt die Wahl ja längst getroffen, dass wir böse sind. Also habe ich wohl nicht wirklich die Wahl hier. Nein, wenn es denn so sein soll. Aber natürlich soll es so sein. Ach, jetzt kommen sie alle an, oder wie? Oh Mann. Ich sollte aufpassen, sonst sterbe ich hier gleich wieder. So, erstmal sorgen wir dafür, dass es hier ein bisschen langsamer funktioniert alles. Na, jetzt habe ich aber genug hier. Komm, ihr miesen kleinen Dinger. Warum mischen sich jetzt eigentlich alle Räuber ein? Ja, die mischen sich jetzt wirklich alle ein, ne? Na gut, ja, dann prübeln wir uns jetzt da mal eben durch. Das ist ja super. Video mit Überlänge liebe ich ja. Jetzt reicht's aber, Mädels. Jetzt habe ich genug hier. So, die hätten wir alle weg. Jetzt ist nur noch der Boss da. Komm her. Wow. Eure Gesundheit ist auf nie. Ja, weiß ich ja. Habt ihr Tränke oder Essen? Na, haben wir's? Super. So, damit hätten wir auch Zwillingskling erledigt. Meine Güte, das war jetzt ein Aufwand. Gibt's denn hier noch was, was ich machen kann? Ist hier noch irgendwo einer über? Sehe ich da noch irgendwen? Offensichtlich nicht. Nein, aber hier ist noch eine Truhe. Na gut, die hole ich mir mal eben. Oh Mann. Ein Diamant. Sehr schön, her damit. Gute alte Räuberbeute bestimmt. Super, dafür bin ich jetzt hier hingelaufen? Das ist ja riesig. Gigantisch. Gibt's sonst nichts hier? Irgendwas noch? Ah, da sind auch noch Sachen. Na, guck mal. Willst du mir sagen, dass ich das Fässchen nicht kaputt machen kann? In der Tat. Ein unkaputtbares Fässchen, okay. Die kann ich kaputt machen und eine Truhe haben wir auch noch, okay. Schönes Zelt hat er, ja. Was haben wir denn da? 250 Gold, das ist alles? Also für so einen alten Räuberkönig hätte ich ja ein bisschen mehr erwartet. Naja, gut, hier sind ja noch zwei Truhen. Gucken wir mal, welche Reichtümer hier sich noch verbergen. Wiederbelebungsfiole, okay, schon besser. Zumindest vom reinen Geldwert her. Was haben wir da? Einmal hier fröhlich alles plündern. 500 Gold, boah, das ist aber echt eine magere Beute. Wo hat er denn seine ganzen Schätze gelassen hier und seine Reichtümer? Wird ja wohl nicht nur die Schinkenkeule gewesen sein, oder? Achso, das geht auch nicht kaputt. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einfach oder was machen wir jetzt? Ja, anscheinend gehen wir jetzt einfach, okay. Dann gucken wir mal, gibt da jetzt nicht irgendwie nochmal hier so ein Quest abgeschlossen Bildchen oder was? Kommt da nichts? Nein. Das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Mein Gott, wie lang wird dieses Video eigentlich gar nicht? Das ist ja hier, ich nehme ja hier wieder 5 Stunden auf.
Ah, so, das wollte ich nämlich ganz gerne noch haben. Dann können wir auch hier gleich mal danach Feierabend machen. Meine Güte. So, was haben wir denn da? Sucht die Serien der Räuber. Okay, abgeschlossen. 7930 Gold. Die haben wir jetzt bekommen? Was? Was? Gildenbelohnung 4500 Gold. Extra Gold erworben 3430. Wow. Bekanntheitsbelohnung 1000. Extra Bekanntheit 715. Erfahrung 16.191. Meine Fresse. Ja, das hat sich ja mal dick gelohnt. Räubersiegel gibt es auch noch dazu. Sehr geil. Sehr, sehr geil, würde ich sagen. Gut, ja, dann reicht das jetzt aber auch wirklich erstmal hier. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lang dieser Teil jetzt hier gerade wird, aber ich glaube, er wird lang genug sein. Ja, danke. Achso. Ja. 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 Sucht in der Gilde nach ja. Ja. Möchtest du mir noch was sagen? Nein. Danke. Ja, das Gildiphon ist damit dann erstmal auch wieder ruhig. Und das gibt mir Gelegenheit zu sagen, der Teil ist eindeutig, wie gesagt, lang genug. Dann mache ich jetzt erstmal hier wieder Feierabend. Meine Fresse, das war jetzt ein Gekloppe. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich danke euch wie üblich fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir dann hier so anstellen. Ob wir hier noch was machen können oder woanders mal gucken. Ja, sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.